In unserem heutigen Video erklären wir Ihnen, mit welchen Zutaten Sie Schnitzel würzen und somit verfeinern können. Für ein klassisches Schnitzel wird natürlich Kalbsfleisch verwendet. Dieses wird in Scheiben geschnitten und mit Hilfe eines Fleischhammers weich geklopft. Die so geklopften Schnitzel sollten etwa 0,5 bis maximal 1 cm dick sein. Als klassisches Gewürz für Schnitzel nimmt man eine Prise Salz und Pfeffer. Zusätzlich wird die mit Sahne verfeinerte Eiermasse mit Muskat und Paprikapulver abgeschmeckt. Die Schnitzel werden dann in Mehl gewälzt und dann in Eimasse getaucht und anschließend im Paniermehl gewendet, von beiden Seiten im Butterschmalz anbraten. Für die japanische Variante, die auch als Katsudon bezeichnet wird und wesentlich dicker ist, nutzt man für das Schnitzel als Gewürz Sojasauce und Zucker, aber auch Salz und Pfeffer. Das Schnitzel ganz ähnlich wie die klassische Variante zubereiten, aber mit dem gröberen Panko-Paniermehl paniert und frittiert statt gebraten. Für eine extra knusprige Variante kann man ein Drittel der Panade durch grob gemahlene, ungesüßte Cornflakes austauschen. Als Schnitzelgewürz etwas Currypulver verwenden. Wir hoffen sehr, das heutige Video hat Ihnen gefallen. Zum Abonnieren des Kanals klicken Sie hier, für weitere interessante Videos klicken Sie hier.